News und Talks für Gebildete zum Riesenskandal in Thüringen. Anne Will vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat eine riesige Talkshow gemacht mit Altmaier und mit all den Stars, sogar mit Kevin Kühnert und Sarah Wagenknecht und so weiter. Und Altmaier und so weiter habe ich schon erwähnt. So, und wer hat eine Lösung? Wenn in Deutschland für irgendwas oder in der Welt für irgendwas jemand eine Lösung hat, dann wohl die zweiten Scientists for Future 2. Da habe ich gehört, dass es da eine Lösungsidee gibt, zumindest aus dem Kreis der ehrenamtlichen Helfer. Bei uns habe ich also gehört, dass es da eine Lösungsidee gibt und die werde ich darstellen. Und ich vermute auch, dass es die einzige Lösung ist. Aber ihr könnt ja da in die Kommentare schreiben, wenn es noch eine andere Lösung gibt. Na, schauen wir es uns doch mal an. Wir müssen nur jetzt gleich mal von der Sitzverteilung wechseln zum amtlichen Endergebnis. Ja? Und dann müssen wir das amtliche Endergebnis mal vergleichen mit den Prognosen jetzt für Neuwahlen, denn das wird ja im Moment so quasi thematisiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie dann die Neuwahlen würden das grundsätzliche Problem nämlich möglicherweise nicht lösen. Schauen wir mal, vergleichen wir das jetzt mal mit den Trendvorhersagen. Also da zum Beispiel ist ein Wahltrend vom 7.2.20 habe ich zufällig gefunden hier im Internet. Da würde es bedeuten, die Linke kriegt 34%, AfD 23,6, CDU 16,3. Das wäre also ein herber Verlust wahrscheinlich. Oder muss mir mal die Prozentzahlen anschauen hier. Vergleichen wir das jetzt mal bitte schön. Ja? Also hier, CDU hatte 21,7, würde runtergehen auf 16, das heißt, diese 5% Verlust wäre für die, also Neuwahlen wären nach diesem Trend eine Katastrophendrohung für die CDU. So, die FDP, muss wahrscheinlich auch Angst haben. 5,2 hatten die Grünen, 23,4 die AfD, 8,2 die SPD, 31% die Linke. Jetzt versuche ich mir das mal zu merken und gehe mal rüber. Also das würde bedeuten, die Linke würde, wir müssen ja immer bedenken, Neuwahlen, das dauert eine Zeit lang, dann ist der Zorn über den Thüringen-Skandal ein bisschen verraucht. Da würde die Linke vielleicht ein paar Prozentpünktchen dazukriegen. Die wäre also vielleicht für Neuwahlen. Die AfD in diesem Trend würde nichts dazu gewinnen. Also warum soll die jetzt unbedingt Neuwahlen wollen? Es kann sein, dass die dann einfach als Spielverderber dann sagen, wenn es eh gleich ist, was wir kriegen, dann sind wir mal gegen die Neuwahlen. Und wenn die CDU auch gegen Neuwahlen in Wirklichkeit stimmt, weil sie nämlich 5% ein paar Prozentpünktchen verlieren würde, der Zorn verraucht ja dann noch ein bisschen, aber würde ein paar Prozentpünktchen verlieren und die SPD würde vielleicht noch ein bisschen verlieren und die Grünen würden sich sicher fühlen, dass sie drin sind, die wären dann vielleicht für Neuwahlen, weil sie dann vielleicht sagen, die Gefahr 5% besteht nicht, weil Fridays for Future ja die Grünen jetzt auch noch mal ein bisschen angehoben hat dann insgesamt. Und die FDP, die sollte aus Vorsicht eigentlich gegen die Neuwahlen sein. Sie sollte froh sein, dass sie überhaupt drin ist. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal die nächsten Wahltrends an. Das waren nämlich noch die positiven, denn hier kommt der von Forsa, natürlich ein bisschen linkslastig, SPD-freundlich. Also Vorsicht mit Forsa-Umfragen, Forsa mit Vorsicht genießen, immer auch. Und hier Forsa. Das andere sind INSA und Infratest, ja. Und Forsa ist die einzige, die wohl nach dem Skandal ist und die anderen sind wohl noch davor. Und da sieht man, dass dann die CDU nochmal gewaltig verlieren würde. Hier ungefähr 9%. Die SPD würde sogar ein bisschen gewinnen. Es kann sein, dass die also vielleicht auch für Neuwahlen stimmen würde, weil sie ja ein bisschen zugewinnen würde durch den Skandal.
wenn der noch anhält bis zur Neuwahl. Ne? Das ist ja immer die Frage, wie schnell das vergessen ist. Und die Grünen, ja, die würden sich wohl wahrscheinlich sicher fühlen, dass sie drin sind. Die könnten auch für Neuwahlen stimmen. Und aber die FDP hier mit 4% hat vielleicht Angst vor Neuwahlen, würde also dagegen stimmen. Die CDU würde deutlich verlieren und die FDP wäre in Lebensgefahr. Also ich würde davon ausgehen, dass das CDU und FDP dagegen stimmen. Die Linke würde nach dieser Frage, wie war die, das Ergebnis der CDU, der Linken, die war 31. Und Linke würde dann wahrscheinlich für, weil sie hier 6% Zugewinn prognostiziert kriegt, wenn davon noch 3% übrig blieben. Bei der faktischen Wahl wäre das ja ein großer Gewinn. Also hätten wir, und die AfD, da die AfD nicht sicher einen Zugewinn prognostiziert kriegt, kann es sein, dass die auch einfach sagen, wir verderben allen den Spaß. Wir stimmen gegen Neuwahlen, dann würde die CDU gegen Neuwahlen stimmen und die FDP gegen Neuwahlen stimmen und dann gibt es keine Neuwahlen. So, was macht man dann mit der Situation? Und außerdem, wenn es Neuwahlen gäbe, würde sich gar nichts ändern, weil die AfD ja nicht schwächer würde. Also das heißt, das ganze Problem würde sich ja nicht ändern. Es würde ja nur sein, dass die Linke 37%, plus 9 wären 46, plus 7 wären 53. Das heißt, nach dieser Prognose müssten die Linken dafür sein, dass es Neuwahlen gibt, weil sie dann quasi als Linkskoalition, die Linkskoalition könnte allein regieren und bräuchte sich von niemandem mehr tolerieren lassen, von SPD oder Grüne nicht mehr. Nur das Problem ist, dann müssten jetzt die CDU und die FDP, das ist jetzt die eine mögliche Lösung. Jetzt kommen wir zu den Lösungsbereichen. Eine mögliche Lösung, die sich also abzeichnet, wäre, dass die CDU und die FDP sagen, wir riskieren unseren Niedergang in Thüringen, damit es durch Neuwahlen eine Linkskoalition gibt, die auf Duldung von niemandem angewiesen ist. Aber das könnten sie auch viel einfacher haben. Die könnten die FDP und die CDU könnten doch viel einfacher haben. Wir vermeiden die Neuwahlen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Lösung. Wir vermeiden die Neuwahlen. Und stimmen gegen die Neuwahlen und die AfD wird wahrscheinlich auch gegen die Neuwahlen stimmen. Und dann ist die Linkskoalition geschwächt und dann sagen wir einfach, dass wir einige Reformen, die uns in die Nähe kommen von der Linkskoalition, dann mit Stimmen und also oder mit Enthaltungen unterstützen, und also nicht grundsätzlich also dagegen stimmen werden, sondern uns immer mal wieder enthalten werden, weil dann ja sozusagen, jetzt schauen wir uns nochmal die Sitze an, also wenn sich CDU und FDP enthalten, wie viel Sitze hat dann, ich glaube 46 ist die Mehrheit, dann hätte die 29 die Linke, 8 sind 37 und die Grünen sind 42 Sitze. Und wenn sich mit 42 Stimmen, also überall, wo keine Mehrheit ist, sondern nur nötig ist, sondern nur eine relative Mehrheit nötig wäre, würde das gehen. Also das heißt, wir haben hier 42 Stimmen und die AfD könnte diese Reformen nicht blockieren, wenn sich FDP und Grüne enthalten, sozusagen.
Ja, und das wäre die Möglichkeit, oder die CDU, das würde der CDU und FDP natürlich schwerer fallen. Ich habe in der Sendung wurde auch gesagt, dass die FDP so tief beleidigt worden sei von Herrn Ramelow, dass sie also wahrscheinlich sich weigern würde, Ja-Stimmen für Linkskoalition-Konzepte zu geben. Aber dann, wenn einige von der CDU noch Ja-Stimmen kriegen würden, könnten wir ja auch sogar die 46 Sitzstimmen erreichen, wenn die erforderlich sein sollten für irgendetwas. So, und jetzt kommt es zur großen Lösung, die Idee, die so im Umfeld der zweiten Scientists for Future 2 diskutiert wurde. Nämlich ganz einfach, die CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP, also alle außer AfD, setzen sich zusammen, teilen die Ostländer auf, fair auf sozusagen, und auch gemäß dem auf natürlich, welche Parteien in welchen Ländern Übergewichte haben. Zum Beispiel da liegt es dann nahe, dass man also sagt, wir geben die Thüringen wegen der besonderen Verhältnisse an eine Linkskoalition, Rot-Rot-Grün, und wir geben die Hälfte der Länder, wo es passt, wo es gut passt, geben wir die andere Hälfte der Länder an die Koalition CDU-FDP. Und dann müssen jeweils die anderen bei dem Deal unterstützen, damit die AfD völlig irrelevant ist. Das ist die einzige Möglichkeit. Also das heißt, man sagt, die Ostländer sind schon verloren, irgendwann sind auch die Westländer verloren. Und die einzige Chance, die wollen ja die AfD ignorieren, bis sie 51% hat. Ja? Also das heißt, solange die AfD nur 49% hat, kann man sie völlig ausblenden, wenn überall im Westen und im Osten der Deal gemacht wird, dass die Bundesländer hälftig aufgeteilt werden. Und in der einen Hälfte der Bundesländer wird von allen Parteien die eine rot-rot-grüne Koalition unterstützt und in den anderen oder eine grün-rot-rote oder in den Westländern wird es dann vielleicht eher eine grün-rot-rote Koalition. Und in den anderen Ländern wird dann von allen Parteien außer der AfD die CDU-FDP-Koalition unterstützt. Und das wäre die einzige Lösung. So lange könnte man dann Deutschland weiterfahren, bis dann die AfD bei 51% ist. Und dann ist es natürlich aus. Ne? Ja, also schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Lösung sagt. Also ich muss ja auch noch was Vernünftiges reinbringen. Das war jetzt natürlich hier nur zum Wahlgeplänkel. Also noch einmal ganz deutlich zu sagen, alle diese Parteien, der gesamte Bundestag, ist ein antiwissenschaftliches, antinaturwissenschaftliches Geschehen. Denn hier niemand von denen stellt, außer Kevin Kühnert und bei der Linken einige Leute, stellt ausdrücklich die soziale Marktwirtschaft in Frage sozusagen. Und sagt, wir brauchen ein besseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Denn hier noch einmal, wie funktioniert die soziale Marktwirtschaft? Hier Unternehmen, Händler, Tauschhändler, dieser Tauschhändler verbreitet keine Gedankensysteme über seine Werbemöglichkeiten und Beeinflussungsmöglichkeiten, die Menschen unglücklich und kaufsüchtig machen. Der geht pleite, der macht nicht, der hat nicht genügend kaufsüchtige Kunden und der wird pleite gehen, weil nämlich die Konkurrenz des anderen Händlers in der Marktwirtschaft immer da ist und nämlich, dass hier derjenige, der laute Irrtümer, die er gelernt hat, glaubt, also gewinnbringende Irrtümer im Kopf hat und diese dann auch als Philosophie an den Rest der Gesellschaft über Werbegelder und andere Dinge, über Werbemilliarden und andere in die Gesellschaft rausgibt,
der wird das große Geschäft machen, denn die Menschen werden dadurch unglücklich und kaufsüchtig, konsumsüchtig, werden in die Irre geführt, seinen Billigschrott zu kaufen, zum Beispiel seine Lebensmittel, die mit giftigen Ersatzsubstanzen, so ähnlich wie beim Heroin-Dealer, der also sozusagen als Streckmittel irgendwelche Billigstoffe verwendet und deswegen dann einen größeren Profit beim Verkauf von Heroin macht, ja, und die Leute dadurch schwer krank werden, in erster Linie durch die Streckmittel. Genauso macht der Lebensmittelindustrie von heute, macht in alles billigste Streckmittel rein und glaubt selber, dieses Streckmittel seien harmlos. In Wirklichkeit vergiften sie die gesamte Bevölkerung und auch alle Milliardäre und so weiter. Alle Menschen werden vergiftet dadurch. Und der kann zwei Kinder ernähren, hier dann das Kind kann dann wieder drei Kinder ernähren und so weiter. Und so, nur so kann sich eine Handelsdynastie unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft entwickeln, sodass genau genommen entweder man als Händler sich entscheidet, selber auszusterben, weil man dem Konkurrenzdruck dieser erfolgreichen Schiene nicht widersteht, oder man kann es mal so formulieren: Die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, zwingt jeden Unternehmer, falls er denn überleben wollte, der Bevölkerung schwerste Schäden zuzufügen und sie kauf- und konsumsüchtig zu machen und sie zu vergiften, einfach nur wegen der Gewinnspanne zu vergiften, mit wie beim Heroinhändler, mit giftigen Zutaten, billig gestreckten Lebensmitteln. Und dadurch sozusagen der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist ein System, das Unternehmern nur eine Wahl lässt, entweder zu sterben oder der Menschheit zu schaden. Und das verstehen alle diese Parteien nicht, deswegen ist alles, was ich jetzt geredet habe über dieses Wahlding, auch nutzlos, denn aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es hiermit bewiesen, mit diesem Beweisverfahren der zweiten Scientists for Future 2, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik, ist hiermit naturwissenschaftlich bewiesen, dass alle Parteien falsch liegen, weil sie alle müssten sie aufstehen und sagen, wir müssen jetzt sofort die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden und die Konzepte, idealerweise die Konzepte der zweiten, uns die Reformen in unseren Ministerien von den zweiten Scientists for Future 2 kostenlos und ehrenamtlich durchführen lassen. Ja? So. Jetzt haben wir wieder Vernunft reingebracht nach so viel Reden über eigentlich Unsinniges. Ne? Tschüssi.